Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4. Gehen wir in die City da? Nee, Fallout 4 kein Multiplayer. Leider nicht. Was gibt's hier? Eine Siedlung, da ist irgendwie ein Haus, da ist eine Hütte. Kannst auch so spielen, wenn du Fan bist. Aber so ist es irgendwie voll komisch, finde ich. Ich bin da kein Fan von. Uah. Was ist das? Nudelschale? Nö, brauche ich nicht. Okay, braucht man auch nicht immer. Ja. Ist schon manchmal ganz schön, wenn man sich Spiele kauft und die Story nicht so lang ist, sage ich mal. Dann ist Multiplayer immer ganz schön. Also sonst hast du das Spiel gekauft für 60 Euro für 2-3 Tage Spielzeit. Also ich meine, 2-3 Tage, dann machst du durch und dann ist schon manchmal schade. Wie gesagt, das Fallout-Spiel hier ist schon 6 Tage Game Time. Braucht wahrscheinlich noch ein paar Tage? Nee. Naja, so lang hoffe ich nicht mehr. Aber es dauert bestimmt noch ein bisschen. Was ist das? Blöder Kugel, du. Ich laufe hier mal nirgendwo rum. Deswegen habe ich so viel Spielzeit. Danach solltest du dir die Hände waschen. Es ist nicht sonderlich hygienisch, mit Toten zu hantieren. Ghule, was bringen die Ghule hier? Da kann ich rein, sehr schön. Nein! Komm noch ein. Ist da rum sowas? Irgendwelche mutierten Ghule. Die dich töten wollen. Immer auch umboxen. Hier kann man die umboxen. Das so nicht. Ah, da hinten fotzt sich meine Leiterin. Ja, Slow-Mo kannst du extra anmachen. Das hat eine kleine Hilfe. Und dann BAM! Hallo, geht's dir nicht gut? Mann, wie viele sind da noch? Es gibt hier weit mehr als. Das Geile ist, du kannst die Beine wegschießen. Dann bleibt er am Boden liegen. Das finde ich voll cool. Jetzt. Das liegt ja die ganze Zeit am Boden. Kann nichts machen. So ein Idiot, oder? Das fotzt sie dir. Deine Erfolgsgeschichte.
Spielzeugrakete, das brauche ich nicht. Ist da noch einer? Jawohl, da ist noch einer. Da gibt es natürlich auch Strahlung. Manche Gebiete, die sind strahlungsverseucht. Wo ist denn der jetzt hin? Der ist doch hier rausgerannt, oder? Da hinten ist noch einer. Wo kommen die ganzen Ghoule jetzt auf einmal her? Bam! Ah, da. Level up! Kann ich gleich mal skillen? Da hast du deine Skills für jedes Level. Also Schlösser knacken, Taschendiebstahl-Skill, keine Ahnung was alles. Wenn du überladen bist, kannst du Aktionspunkte nutzen, um zu laufen. Nö. Was haben wir hier? Ab durch die Mitte ist nicht so nice. Was haben wir hier? Du hast gelernt, uralte Kampfkünste mit Waffeneinsatz zu kombinieren. Ist nicht so geil. Der Tod steht dir gut. Tötest du einen Gegner im VTS, bestellt ein Schatz 50%, dass deine Aktionspunkte vollständig wieder aufgeladen werden. Robotik-Experte. Ich glaube, ich mache das hier. Kannst auch Nahkampf machen. Oh nein. Gegner. Jetzt werden die beide Arme, wie kämpft denn der jetzt? Ja, sie voll mit dem Hammer um. Wer bist denn du? Rachel? Luca World, Hemd und Jeans. So, siehst du, das war mal ein guter Ghoul wahrscheinlich. Ich glaube, das war's. Ich kann nicht mehr. Ich spüre, wie es mich übernimmt. Nein, du musst noch ein bisschen durchhalten. Oswald, tut mir leid. Ich habe überall danach gesucht. Überall haben sie gesagt, dass wir Ghoule irgendwann wild werden und man nichts dagegen tun kann. Du vielleicht waren es nicht, die Nebler. Ich will nicht mehr jeden um mich herum angreifen. Also habe ich beschlossen, dem selbst ein Ende zu setzen. Danke für den Follow. Ich weiß nicht, warum du nicht auch betroffen bist. Aber wenn mit dir noch alles in Ordnung ist, dann zieh weiter. Verlass Nuka World. Du kannst dir da draußen ein neues Leben aufbauen. Es ist nicht so schlimm, wie wir dachten. Ich liebe dich, Oz. Siehst du, und ab und zu findest du einfach so eine Kassette. Da kommt irgendein Gespräch. Da gibt gar keinen Sinn für dich. Aber naja. Du hast irgendwas angehört. Du kannst es auch auf Überleben spielen, wenn du auf sowas stehst. Da musst du auch regelmäßig essen und trinken, weil du Hunger hast quasi oder Durst. Habe ich aber noch nicht probiert. Aber wo ich das Spiel gekauft habe, gab es das noch nicht. Leider. Komme ich da hoch? Nein, so nicht. Komme ich da hoch? Kann ich da hochjumpen? Ui. Wahrscheinlich nicht. Scheiß drauf. Oh, jetzt zieht ein Sturm auf. Das ist geil. Der Sturm ist immer voll geil. Moment, ich muss mal auf die Karte schauen. Ich bin da. Da ist da noch irgendwas und da oben ist noch irgendwas, oder? Ja, dann gehen wir da hoch. Zieh immer so einen Sturm auf und immer wenn es funkt, kriegst du Strahlung ab.
ist voll geil gemacht. Ah, das ist wieder irgendwo cool. Das ist schon echt hässlich. Warte. Hat man im Überleben auch nur ein Leben? Moment, Einstellungen, Gameplay, Schwierigkeit, Überleben, was steht da? Hier Schwierigkeitsstufe beeinflusst den Schaden und die Wahrscheinlichkeit, legendäre Feinde zu beginnen. Überleben erweitert dies um zusätzliche Herausforderungen. Zum Beispiel gibt es keine Schnellreisen und speichert, was, und gespeichert wird nur, wenn man schläft. Lies den Eintrag Survival in der Hilfe für weitere Informationen. Kannst du nicht schnell reisen? Boah. So, wenn man das nicht kann, dann wird das Spiel sehr lange dauern. Aber jetzt kannst du zwischen Punkten schnell reisen. Wenn du da mal warst, kannst du da schnell hinreisen. So musst du ja alles durchrennen, von da nach da zum Beispiel. Ich spiele jetzt auf sehr schwer. Weil, wie gesagt, wo ich das Spiel gekauft habe, am Anfang gab es das Überleben noch gar nicht. Das haben die danach gepatcht. Deswegen habe ich nur auf sehr schwer. Weil ich wollte ja nicht mitten im Spiel wieder alles ändern, dann wäre es komisch. Was haben wir hier? North Point Reservoir. Wenn es Tag wäre, wäre natürlich angenehmer, dann würde ich auch was erkennen. Da ist irgendein mutierter Krebs. Da ist noch einer, okay. Hast du das gehört? Oh, jetzt geht der Sturm weg. Das Wetter verzieht sich ein bisschen schnell, aber sonst ist es ganz witzig. Oh, hör auf. Hallo? Hallo? Dreh ich mal bitte um zu mir. Ich habe möglicherweise ungewöhnliches Verhalten entdeckt. Hast du gesehen, wie die Kuh weggeflogen ist? Oh Mann. Was ist da oben? Wieso leuchtet er so grün? Ist er tot? Ja, okay. Nein! Boah, leck. Manchmal kommt so ein fettes... Ach Gott. Fettes Vieh irgendwo raus. Spotzt sie sich mit der? Schauen wir mal zu. Aber nein, die macht die ganze Rüstung kaputt. Jetzt habe ich keinen Helm mehr. Wow, toll. Ich bin aber jetzt schon ein bisschen weiter. Deswegen sind die Gegner nicht mehr so schwer. Das ist die erste, wo ich da gesehen habe von so einem fetten Käferviech. Ja. Bei der bin ich ungefähr 5-mal gestorben. Bis ich die getötet habe. Jetzt ist alles schon ein bisschen einfacher für mich. Vielleicht sterbe ich nur manchmal, wenn ich blöd bin. Kopfschuss, ein Kopfschuss. Boah, leck. Es ist schwer zu sagen, ob... Ich glaube, das ist auch vieles glückabhängig, was für eine Waffe du findest. Ja, ja, sag ich ja. Meine Ausrüstung ist besser, meine Waffen sind besser, deswegen stirbt alles ein bisschen schneller. Am Anfang habe ich so diesen fetten Käfer mit so einer Pistole beschossen.
Es hat ewig gedauert und die hat mich mehrfach getötet dabei. Aber hier gibt es nichts mehr eigentlich. Das war jetzt zum Beispiel total sinnlos, dass ich hergekommen bin. Hab nur Munition verschwendet. Und das war's. Die Rüstung ist halt auch voll gut. Ob ich Charlie, ich glaube schon. Bin mir nicht sicher. Das hört sich zwar so an, aber ja, Schall gedämpft. Ja. Sowas kannst du zum Beispiel umbauen. Kann ich jetzt das Gewehr nehmen und das Scharfschützengewehr zum Beispiel, also das Visier ändern, Schalldämpfer weg. Hast du ja auch Skills hier bei deinen Waffen. Feuerrate, Reichweite, Präzision und so. Je nachdem, wie du es halt umbaust, ist dementsprechend besser, schlechter. Bei sowas. Musst du aber leider diese blöde Rüstung mal hier verlassen. Dann kannst du hier deine Waffen umrüsten. Ich frage mich, was du jetzt gemacht hast. Mit keine Ahnung was. Aber ich habe die Materialien nicht. Die musst du irgendwo in der Welt sammeln. Zum Beispiel hier, dann kannst du jeden Scheiß sammeln. Kristalle, Schrauben, Silber. Das musst du irgendwo in der Welt sammeln, dann kannst du deine Waffe umbauen. Und das ist meine geile Rüstung, die ich so geil lackiert habe. Und die. Das ist ihre geile Rüstung. Die ist komplett kaputt bei der. Ist mir aber egal. Ich muss aber aufpassen, die Gegner klauen die auch Rüstungen. Ich habe meine Rüstung verlassen, da ist ein anderer eingestiegen. War nicht so witzig. Wenn auf einmal der Gegner deine Rüstung anhat und dich schießt. Jawohl, ich kann kochen. Und hier kannst du Essen kochen. Aber es ist einfach nur klicken eigentlich. Weil das. Ich habe ja noch mal meinen Begleiter meine Rüstung geklaut. Der habe ich sie jetzt gegeben. Aber einer hatte die Rüstung von mir an. Da war ich ohne Rüstung und mein Begleiter hatte die Rüstung von mir an. Das war auch voller Arsch. Bis ich gecheckt habe, dass ich ihn aussteigen lassen kann. Also ich kann ihnen sagen, dass sie aussteigen sollen. Das habe ich aber am Anfang nicht gecheckt. Und da hat er die ganze Zeit meine Rüstung angehabt. Und ich bin nackt rumgelaufen. Das war schon geil. Ist einmal in meine scheiß Rüstung eingestiegen, der Penner. Da ist noch einer, cool. Jetzt muss da noch reinkommen irgendwie. Zugekettet. Ja, sonst hätte ich immer noch nicht meine Rüstung. Wie komme ich da jetzt rein? Da muss ich doch bestimmt irgendwie hochspringen, oder? Aber so Rüstung findest du ja überall. Es gibt ja natürlich verschiedene wieder, wie in jedem anderen Spiel. Komme ich in das Haus da rein? Zugekettet. Kann ich die Kette zerschießen oder so? Probieren wir mal. Nee. Das
Das ist jetzt komisch, wie muss ich da doch reinkommen? Ist irgendwas mit dem Strom. Irgendwas hängt da mit dem Strom zusammen, wie es aussieht. Schauen wir mal, wohin führt mich der Scheiß? Er führt mich hier runter und hier geht einfach in die Erde rein. Sehr gut. Das bringt mir absolut gar nichts. Ich frage mich, ob die Daten, die ich sammle, irgendwann einem Zweck dienen werden. Naja, was soll's. Da komme ich halt nicht rein, oder? Warte. Vielleicht hier eine Kanalisation oder sowas. Jawohl. Da ein Riesenkäfer. Eine Riesenkakerlake. Vorbei. Der Leck. Ja. Ein paar Colas, was gibt's hier? Ja, du kannst auch drogenabhängig werden und so ein Scheiß. Aber es bringt dir eigentlich gar nichts. Du kannst drogenabhängig werden, dann bist du halt. Musst du neue Drogen nehmen, wenn du sie nicht nimmst. Geht's dein Spiel eigentlich so gut? Da ist der Bildschirm verschwommen oder sowas. Ja, voll oder schon nice. Cool. Keramikschale brauche ich nicht. Eine Schaufel brauche ich auch nicht. Sollten sich schwer scheinen und doch voll. Sensoren zeigen keine Gegner an. Die Bedrohung ist vorüber. Okay. Kann es öffnen, oder? Jawohl. Oha. Anziehen. Der da kommt da rein. Den ziehst du jetzt an. Geht das? Gerade ihn schon an. Was willst du? Ich will handeln. Hast du mir ein Geschenk? Du kriegst jetzt das andere. Wo ist das? Da. Wo ist meiner jetzt nochmal? Was hat der? 420, 310, 300. Ja, den kriegst du. Bei der ist einfach alles kaputt. Die sind gleich gut. Okay. Sieht zwar nicht mehr so cool aus, aber die Rüstung ist besser, scheißegal. Das Einzige, was zählt, ist das Überleben. Ich bin da. Wo kann ich hin? Da habe ich ein paar Missionen. Triff dich mit dem Team. Hier gibt es wahrscheinlich gar nichts mehr. Dum, dum, dum. Hallo? Oberschenkel. Safe, jawohl.
bisschen nach rechts. Ein bisschen nach links. Zu viel nach links. Jawohl. Schön. Ja. Laborstation. Das? Achso, das war ein Vogel. Die kannst du auch abballern. Aber da vorne ist ein Bär. Da ist zwar nicht Bär, aber ist ein Bär. Ach nein, der hat ja keinen Schaden bekommen. Lauf! Aber tags ist schon echt geil. Das ist die Aussicht halt voll geil tags. Nachts siehst du zwar nichts, wenn es stürmt, aber tags kann man schon ein bisschen was sehen. Und das ist jetzt eigentlich nur eine Erweiterung von dem Spiel. Das ist ein Add-on. Das ist ja quasi nur eine andere Welt. So ein Freizeitpark. Das war mal ein Freizeitpark. Wo sich alles um Cola dreht. Ah, da kann ich hoch. Gehen wir da doch mal hoch, oder? Ey. Das ist immer cool, wenn die jemanden schlagen. Oh nein. Alter. Was hast du für einen Laserstrahl da oben? Gar keinen Schaden durch die Waffe. Sollten Verletzungen durch Fahrzeuge hier oben die größte Gefahr darstellen. Verlasse diesen Bereich. Ach nein. Das geht. Ah. Der ist ja nackt. Der ist ja cool. So ist denn der nackt. Zweiter hoch. Nein! Da noch ein paar von euch Sackgesichtern. Die Roboter sind verdammt stark. Klar, da bekommen wir aber gar keinen Schaden. Hilfsmittel, was essen wir? Ameisenfleisch. Jetzt fahre ich da einfach rüber.
Warten die schon auf mich? Ah nein, die laufen weg. Die sind blöd. Nein, die bekommt überall so wenig Schaden. Ja, aber die Nahrung, wenn du sie nicht kochst, sie verstrahlt. Dann bekommst du auch Radioaktivität im Mann. Oh no! Wo sind die? Die hat auch so eine Rüstung. Deswegen ist sie so stark. Problem ist, dieser Roboter, der sich unsichtbar macht, der rennt hier irgendwo rum. Der macht aber verdammt viel Schaden. Linker Arm, das ist schlecht. Was? Ah, da ist er. Irgendwo da. Liegt der am Boden oder was? Oh fuck, der ist getötet. Hab ich zu lange in die Augen geschaut. Der war doch irgendwie im Boden festgesteckt, glaube ich. Ja, und scheiße, der steckt im Boden fest, da. Immer in der Gefechtszone. Oder hat er keine Beine? Erneut verpasst. Greife Feind an. Nee, der hat Beine. Hm. Er schläft wie einfach. Ich hatte keine Lust. Ah, hallo! So, Leute. Ich beende hier mal die Folge, nachdem ich die ganzen Gunner erledigt habe. In der nächsten Folge gehen wir dahinter, ins Kiddie-Paradies. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und seid nächste Folge auch wieder dabei. Ciao!